Philipp Maliszek galt als großes Talent, als er im Sommer 2016 von der Admira zum SK Rapid wechselte. Bei den Hütteldorfern konnte sich der mittlerweile 21-Jährige aber nie durchsetzen. Auch eine Leihe zum SKN St. Pölten im vergangenen Frühjahr bescherte dem Mittelfeldspieler nicht die erhofften Einsatzzeiten. Mittlerweile steht Maliszek bei Rapid auf dem Abstellgleis und wurde nicht ins Trainingslager nach Belek mitgenommen. Sein im Sommer auslaufender Vertrag wird nicht mehr verlängert, ein Abnehmer wird gesucht. Dabei bescheinigen ihm alle seine Trainer großes fußballerisches Talent. Aber weder bei Mike Büskens, Damir Kanadi, Goran Djuricin, Dietmar Kühlbauer noch bei seinem größter Förderer Oliver Lederer drängte sich der zentrale Mittelfeldspieler, für den Rapid immerhin stolze 500.00 Euro an die Admira überwiesen hat, im Training auf. Es ist schade, weil Maliszek ein wunderbarer Kicker sein könnte. Punkt. Aber er hat bei vier verschiedenen Trainern nie die nötige Emotion aufgebracht, zeigt sich Rapid-Sportdirektor Freddy Bickel im Kurier enttäuscht über Maliszeks Werdegang.